Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Ja, wieder hat sich für mich einiges getan. Wir sind wieder in einer neuen Aufnahme. Ich habe beim letzten Mal leider nur eine Folge geschafft, weil dann anschließend, naja, es ein paar technische Schwierigkeiten gegeben hat. Aber ist egal, es hat genau gereicht. Ist auch recht unwichtig für euch jetzt in dem Moment. Wir sind zurück bei Starbound, bei unserer lieben Tona, die dringend was essen muss. Wie immer irgendwie jede Folge. Das mache ich erstmal ganz geschwind. Eins, passt, reicht, easy. Und ja, es ist viel geschehen, wie gesagt. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, bevor wir mit dem Spielen wirklich loslegen, möchte ich ganz kurz mich dafür entschuldigen, wie das dieses Wochenende gelaufen ist. Denn, wie viele von euch wissen, sollte ja eigentlich Starbound ein Special bekommen. Nämlich aus Starbound heraus. Das ging aber leider nicht, weil wir nämlich noch nicht weit genug fortgeschritten sind im Let's Play. Leider. Sonst hätte ich das gerne gemacht. Ich will euch immer noch nicht verraten, was es ist, weil ich das auf jeden Fall gerne nachholen möchte, das Special. Und deswegen sage ich euch jetzt auch nicht, was ich geplant hatte oder geplant habe, immer noch. Es ist ja immer noch geplant. Und ihr werdet es dann einfach bei Gelegenheit dann sehen, was es sein wird. Und bis dahin, ja, müsst ihr halt euch gedulden. Als zweites ist es ja auch ein bisschen so, dass ich hatte jetzt in den ersten Aufnahmen, die waren erstens ein bisschen leise und zweitens hatte ich beim Sprechen und ja, hatte ich so einen dumpfen Klang drauf. Das war so gedämpfte Stimme einfach. Das war, hatte damit gelegen, dass ich vergessen habe, die Hintergrundgeräuschunterdrückung zu deaktivieren. Ich hoffe, das ist jetzt besser oder es schaut zumindest so aus, zumindest auf der linken Seite sehe ich den Balken eskalieren, was die Stimmenaufnahme angeht. Ja, dann hoffe ich mal, dass das jetzt dann besser läuft, man es besser hört und dass es jetzt auch wieder ausgewogen ist. Jetzt konnte ich auch das alles wesentlich lauter machen. Ich hoffe, jetzt hört man das alles auch besser, weil das war ja echt, war ja nix. Man lernt ja noch dazu, ist ja das zweite Projekt erst und jetzt geht's dann auch richtig zur Sache. Und ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ist egal, habe ich vergessen. Wird mir wieder einfallen. Und ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie viel sie in der Zwischenzeit getan hat. Es ist jetzt eine neue Session. Wie gesagt, 7 Folgen nehme ich jetzt auf. Immer pro Woche, also für eine Woche immer auf einmal. Und ja. Jetzt müssen wir mal ganz kurz, muss ich mich nochmal zurechtfinden. Was hat mir denn alles getan? Wir haben auf diesem Planeten hier eine nette, kleine, kolonie-fähiges Gebilde gefunden, wo wir uns eine kleine Kolonie bauen wollten. Das möchte ich aber nicht in dieser Folge machen. Ich habe ein bisschen nachgedacht und ich habe mir überlegt, vor allem ist mir nämlich was aufgefallen. Das da oben nämlich, Freunde. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo wir so gespielt haben. Wann komme ich denn zu den nächsten Level? Oder zu dem nächsten, ja, zum nächsten Crafting Table Level, sage ich jetzt mal. Weil da gab es ja dann, früher gab es ja mehrere, da konntest du dann erst dein Wooden Crafting Table, dann hast du dein Iron Crafting Table, dann hast du dein Robotic Crafting Table und so weiter. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Jetzt wird dieses Ding hier einfach hier oben geupgradet. Und das möchte ich jetzt gerne mal machen. Einfach nur, um zu sehen, was wir dann so mehr machen können. Also das ist mir so ganz random aufgefallen, als ich mal so die Folgen dann so Test geguckt hatte, habe ich das dann gesehen. Und dass ich das einmal hatte ich nämlich genügend sogar Zeugs im Inventar, da hat man ganz kurz gesehen, dass ich das verbessern kann. Nein, uns fehlt das Tungsten! Tungsten fehlt! Mist! Ja gut, dann tue ich das wieder rein, dann gehen wir jetzt erstmal Tungsten farmen auf dem Planeten. Hier hinunter. So, da sind wir wieder. Auf Marsin Legion 8. Wait a minute. Was? Ah, leck, 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 leck. Ja. Ah, ich muss meine Kopfhörer ein kleines bisschen leiser drehen. So. Wesentlich besser. Ja, da haben wir einen zweiten Tempel gleich gefunden. Warum habe ich den nicht am Anfang gesehen? Oh, eine Platin-Pickaxe. Nice. Ja, Freunde, die müssen wir auch mal langsam benutzen, ne? Weil haben wir da schon ein paar gefunden. Die verstauben da oben auf unserem ollen Schiff. Oh, da haben wir gleich Tungsten gefunden. Sehr, 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 sehr gut. Ja, wir können jetzt ein Blockduell machen. Ja. Ja, ihr seht schon, irgendwie
Ist wieder mal der Wurm drin ein bisschen. Ich glaube, bei der Aufnahme stimmt wieder was nicht. Irgendwas hat sich wieder umgestellt. Wie jedes Mal. Schlimm. Egal. Wir machen einfach weiter. Noch ist es spielbar. So, also ich gehe jetzt da mal nicht runter, ganz bewusst, weil wir ja auf der Suche nach Tungsten sind, tatsächlich. Und diesmal ausnahmsweise mal nicht... Ach ja, das ist auch noch eine Sache. Na, jetzt erstmal mal konzentrieren hier. Auch eine Sache, die man... Sag mal, wie viel ist denn hier noch auf dem Planeten? Okay, das war's jetzt aber auch... Oh, Tungsten. Tungsten, Freunde. Na, ins Loch mit dir. That's what she said. Abrupter Musikwechsel. Ja, also gut, wir buddeln jetzt hier einfach irgendwo mal runter und suchen ein bisschen Tungstenor. Genau, was ich sagen wollte. Das ist eine Sache. Hey. Da habe ich mir gedacht, das probierst du einfach mal aus. Jetzt in so einer kleinen Testaufnahme habe ich das gemacht. So kommen wir an Seeds. Von Pflanzen, die sehr selten sind. Wie jetzt zum Beispiel. So hätten wir die ganze Baumwolle. Das hätten wir alles abbauen können. Ärgerlich, dass ich mich damit nicht früher befasst habe. Ich höre schon wieder so Bienen. Ich will nicht sterben. Bin zu jung zum Sterben. So, haben wir den erledigt. Oh, es war knapp, Freunde. Es war knapp. Erstmal heilen, bevor wir hier weitergehen. Ich könnte eigentlich auch. Wisst ihr, das machen wir schnell. Bevor der Hunger zu groß wird, essen wir einfach mal diese Kleinigkeiten, die wir hier noch im Inventar haben. So das da und die Tomate. Mist, reicht nicht. Egal, dann muss ich mich doch heilen. Dann tun wir jetzt hier mal ein bisschen Fackeln aufhängen. Oh, jemine, viele Gegner. Ich geh mal in die andere Richtung. Da war eh nichts Interessantes. Habe ich genau gesehen. Ja, es geht sehr tief in die Dunkelheit hinein. Boah, wie lang ist der Gang? Ist ja furchtbar. Oh, nächste Höhle. Ja, egal. Dann bauen wir jetzt erstmal das Zeug, was wir auf dem Weg hier gesehen haben, ab. Ruckel, 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 ruckel. Mensch, was ist los mit dem Gerät heute schon wieder? Es ist schlimm. Das ist schlimm. Zack. Wir nehmen das Ganze jetzt alles mit. Alles, was wir tragen können, kommt in die Taschen. Und was nicht brauchbar ist, wird verkauft. Denn Geld, das brauchen wir. Das macht sich rar bei diesem Spielstand. Winrar. Ich weiß, ein alter Witz. Und schlecht. Ich wollte das da. Okay, dann müssen wir ein bisschen hier buddeln. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja unseren Meta-Manipulator. Ey, Manipulator. Oh, da ist Tungsten. Oh, es schneit. Es schneit, Freunde. Frohe Weihnachten. Was? Oh, da ist noch mehr Tungsten. Das nehmen wir natürlich alles mit. Alles wird getragen, mitgenommen. Und wenn wir uns dabei einen Rücken brechen, vor lauter Gepäck. Ist eh fraglich, wie der das schafft, unser kleiner Held. Das ganze Zeug da in seinem Gepäck da rumzutragen, in seinem Rucksack da. Oh, ein Netter, kein Gegner. Wie er das hinkriegt, also das ganze da in seinem das ganze Gepäck, die ganzen Ehrenohre, die Kühlschränke. Wir haben ja einen Kühlschrank mitgenommen. Alles einfach im Inventar, alles in den Rucksack rein. Easy. Kein Problem. Das macht einen Helden aus, schätze ich. Das Material, aus dem die Helden sind. Komm. Ja, wie viel haben wir denn jetzt bereits eigentlich? Schauen wir mal. Reicht es denn schon? Es würde theoretisch schon reichen, aber ich schau mal, ob wir noch ein bisschen mehr finden. Denn es schadet ja nicht. Wir können es jetzt für alles Mögliche gebrauchen. Und es ist eh mal wieder Zeit, dass wir eine kleine Höhlentour machen. Haben wir ja so selten gemacht. Ich glaube, 90% des Let's Plays oder so waren wir nur in Höhlen. Aber egal. Der Höhlenbuddel-Simulator. Der Archäologen-Simulator. Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt kürzlich... Für die Leute, die es nicht...
für einige Leute, die wissen es wahrscheinlich nicht, habe ich ein bisschen No Man's Sky ausprobiert. Und ich muss sagen, Leute, es ist nicht schlecht. Doch, muss ich sagen. Es ist Starbound HD sozusagen. Und ja, macht mega Spaß auf jeden Fall. Hab da irgendwie so, ich glaube, meine 6 Stunden oder so am Stück habe ich da dieses Spiel gespielt. Und ja, es war echt gut, muss ich sagen. Ich hatte mich ja auch ungespoilert, hatte ich ja bin ich ohne Erwartungen rangegangen, habe mich auch nicht damit befasst, was so geplant ist mit diesem Spiel und so, habe mich einfach überraschen lassen und sehe da, ich bin positiv überrascht von dem Spiel. Natürlich muss ich leider sagen, dass ich es nicht aufnehmen kann. Das könnt ihr beim besten Willen vergessen. Dazu ist die Hardware einfach zu low level. Das könnte man später vielleicht mal angehen in einem späteren Projekt mit einem neueren Gerät oder so, aber jetzt für die nächste Zeit ist das leider nicht auf der Liste der Möglichkeiten drauf. Leider würde nämlich mega Spaß machen, auf jeden Fall. So, und ich sehe, wir brauchen da definitiv noch mehr Fackeln. Die werden uns nicht reichen, die paar. Und gerade jetzt wurde ich auf WhatsApp angeschrieben. Das ist doch schlimm. Ist das schlimm? Ich hoffe, man hat das nicht gehört, das Geräusch. Jetzt, wo ja die Hintergrund unter der Geräuschunterdrückung aus ist. Oh, was haben wir hier? Ach, da ist dieser Tempel. Mist. Müssen wir uns wohl noch weiter nach... Tungsten. Ich habe Tungsten gesehen. Das, alles andere ist mir egal. Tungsten. Und dann gehen wir weiter hinunter. Hinunter. Ach so, wir können uns ja... Okay, nein, ich will jetzt für die Leute, die ungern solche Baufolgen da haben, so Abbaufolgen, möchte ich jetzt erstmal oben auf dem Schiff jetzt mal das ausprobieren, mit dem Upgraden. Wir gehen jetzt erstmal an den Ofen hier ran. Schmelzen das Tungsten ein. Oh, 11 Stück, sehr gut. Das Kupfer, ja, können wir hier auch noch einschmelzen. Kriegen wir auch noch ein bisschen was raus, 1, um genau zu sein. Und dann, ach so, es fehlt ja noch das Glas, hups, hehe. Haben wir noch, wir brauchen Sand. Na toll. Haben wir irgendwo Sand? Mundast, Sandstones, Loose, Silt. Boonstone. Nein, wir haben keinen Sand. Wo ist denn der Sand abgeblieben? Da nicht. Hier auch nicht. Ach, ist der vielleicht hier noch im Locker drin? Nee. Haben wir den. Ach nein, im Inventar können wir ihn ja nicht haben, weil das hätte uns ja der Ofen angezeigt. Ah, hier ist der Sand. So, ab ins Inventar mit dir. Kommst jetzt in den Ofen. Wo es schön warm ist. Wir kriegen aus einem, kriegen wir, wie viel raus? 1, glaube ich, ne? Ah, wir kriegen genau 12. Sehr gut. Oh, da hat gleich das Rumskeuchen angefangen. Schlimm. Ich habe dann gleich mal die Gunst der Stunde genutzt, ein bisschen mehr die Seele aus dem Leib zu husten. Entschuldigung. Genau, Glas haben wir jetzt. Jetzt fehlen noch die Silberbarren. Davon haben wir aber noch welche da, das weiß ich. Ganz genau. Falsche Taste gedrückt. 1, 2, 3, 4, 5. War ich ein bisschen zu voreilig mit der rechten Maustaste, hä? So. Jetzt können wir es upgraden. Und siehe da! Was haben wir jetzt? Einen Engineer's Table. Sehr nice. Apothecary können wir jetzt bauen. Der Apothecary is used to produce healing items and medicine. Ah, hier können wir dann also Heilungssachen und Medizin herstellen. Sehr gut. Fossil Station. Used to make fossil excavation tools and display cases. Okay, was soll man jetzt das bringen? Das probieren wir mal bei Zeiten aus. Möchte ich sehr bald mal ausprobieren. Einfach nur, um zu wissen, was es ist. Kitchen Counter. Used to produce wholesome foods with a variety of effects. Nice. Und eine Refine... Oh, auf die habe ich gewartet, Leute. Da können wir nämlich Sachen, also so Mineralien und so, die wir finden, können wir da reintun und dann in Pixels umwandeln. Wenn wir jetzt mal brauchen, zum Beispiel, um wieder Nahrungsmittel zu kaufen, dann können wir die da reinschmeißen, kriegen unsere Pixel raus und können dann, ja, unsere Nahrungsmittel kaufen. Finde ich sehr nice, dass wir das jetzt bauen können. Möchte ich sehr bald machen. Und ja, da können wir nichts mehr machen. Ja, dann können wir hier was reintun. Nein. Ja, ist gut. Hab dich auch lieb, Hasi. Jo, mein Hasi. ja, dann tun wir die auch noch da rein. Davon können wir eh nichts und nicht viel gönnen da. Ja, natürlich die Sachen noch da oben in die Kiste rein. Ach ja, der Tungsten hat ja keinen Platz. Mist. Schauen wir mal, ob wir den noch irgendwo verarbeiten können. Obwohl wir mal langsam das Ganze sortieren müssen. Das müssten wir dann mal zeitnah machen. Denke ich, mache ich jetzt in der nächsten Folge. Weil in der Folge... Obwohl, wir haben nicht mehr viel Zeit in der Folge. Ja, doch, wir haben schon ein bisschen Zeit. Komm.
Dafür brauchen wir noch einen Tungsten mehr. Schade. Schade, schade, schade. Davon würde es reichen. Da fehlt uns aber eine Cotton Wool. Die müssen wir auch noch anpflanzen. Mensch, wir haben so viel zu tun, Leute. So, den Ofen müssen wir auch zeitnah mal upgraden. Mist. Garstig. Müssen wir mal ganz viel Tungsten farmen gehen. Ja, das würde ich allerdings auf jeden Fall erst in einer nächsten Folge machen. Ach, kommt, Leute. Dann machen wir es so. Dann werden wir diese Folge damit zubringen, jetzt, hier das Schiff ein bisschen auf Vordermann zu bringen, zu sortieren, damit wir alles mit, alles hier ein bisschen unterbringen können, alles wiederfinden und so. Und, dann würde ich sagen, gehen wir das jetzt einfach mal an. Und um das zu tun, werde ich jetzt einfach mal den ganzen Schlönz, den wir hier haben, außer das da, werde ich mal wieder wegtun. Erstmal. So. Auch das da. Alles weg. Obwohl. Das lasse ich mal stehen. Tue ich auch mal das Rad wieder da hoch. Nein, das stellen wir mal unten hin. Ja, ist ein bisschen hin und her gerade. Dann haben wir hier. Was haben wir hier? Ja, das können wir eigentlich alles so lassen, wie es jetzt da drin ist. Passt eigentlich so. Können wir lassen. Ja, passt. So, hier, das lasse ich jetzt mal noch stehen. Das können wir später nochmal umräumen. Und hier, die Kiste muss auch weg. Das räumen wir dann alles um. Jetzt tue ich erst einmal schauen, ob wir uns... Ob wir uns... Ach, Idiot, jetzt habe ich natürlich das Ding weggeräumt. Ich stelle mal das ganze Ding, stelle ich mal wieder hin, dieses, den Engineers Table. Stelle ich wieder hin. Und dann schau... Oder haben wir noch hier welche drin? Ah, wir hätten hier nur welche drin. 16, 24. Ach, weißt du was? Das machen wir so. Wir nehmen eine große Kiste und stellen diese... Wo haben wir sie? Wir haben sie hier oben. Stellen wir die hier hin. Und hier findet dann unser ganzes wichtiges Inventar Platz. Also, ihr wisst schon, so Tungsten und so. Das sortieren wir jetzt alles noch da rein. Das kommt alles. Das nehmen wir mit. Das. Jo, dann nehmen wir das alles und tun das jetzt hier rein. Und das sortieren wir jetzt. Und damit ihr versteht, was für ein System ich hier habe, kläre ich euch das jetzt. Wir machen das jetzt so, dass wir hier das nach der Wertigkeit sortieren. Wir stellen uns quasi Wertigkeiten und sagen, Bronze ist das am wenigsten wert ist. Und als nächstes kommt dann Silber, nein, kommt dann Eisen, genau. Und wie ihr schon seht, tun wir oben die losen Ores, also die Erze, tun wir oben in die oberste Reihe und dann drunter dann die geschmolzenen Bars. Immer schön der Reihe nach, wie es halt sortiert gehört. Und jetzt kommt hier Silber natürlich als nächstes. Und jetzt kommt hier Gold. So, und jetzt tun wir in die nächste Reihe Tungsten, das ist nämlich sehr wichtig. Das tun wir hier unten rein, in dies hier rein zu dir und da kommen dann immer die Ores drüber. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das Ganze aussehen soll. Und dann tun wir die restlichen Materialien, die eh nur einmal vorkommen, die nicht verarbeitet werden, die tun wir dann hier so in die unterste Reihe dann rein. So, das denke ich sollte dann ganz gut verstehbar sein. Verstehbar. Du kannst dich dehnen. Und dann gucken wir mal, was könnten wir da noch rein tun? Die nicht. Das da vielleicht? Tun wir das noch mit da rein? Nee, komm, da machen wir eine extra Kiste für. Was soll der Geiz? Hau mal alles extra in extra Kisten. Das ist Garderobe. Da haben wir ja schon das Sortieren ein bisschen angefangen. Das ist in Ordnung, das passt so. Dann hier haben wir... Ja, das kommt auch alles in eine extra Kiste. In eine Technikkiste, würde ich sagen. Das da brauchen wir für Crafting. Das hier, das hier, das hier, das hier. Und das hier ist auch, gehört auch da in die große Kiste. So. Wo haben wir es? Hier. So, dann tun wir jetzt hier die Diamanten hin. Weil beides Kohlenstoff und so, wisst ihr ja. Aus dem Schulunterricht. Dann tun wir hier Leder rein. Baumwolle. Hardened Carapaces. Cellmatter. Und Living Roots. Ja, ging doch genau auf. Mensch. Einwandfrei. Und dann können hier nämlich noch Titan. Haben wir ja schon entdeckt. Und vielleicht finden wir noch andere Sachen, die wir finden können. Die können dann hier noch rein. Aber bis wir soweit sind, denke ich, brauchen wir dann eh eine Kiste für jedes Material. Also insofern ist das auch egal. Jetzt haben wir hier nur noch einen Sand übrig. Ja komm, den schmeiß mal weg. Brauchen wir ja nicht hier jetzt aufheben. So, jetzt kommen wir als nächstes zu einer Technikkiste. Da gucke ich mal im Inventar, ob wir da irgendwas haben. Nee, dann schaue ich mal da drüben, ob wir hier irgendwo was haben. Technikkiste. Ich will nicht nochmal so eine große nehmen, weil die so viele Technik-Sachen sind sie ja gar nicht. Und ich möchte auch was nehmen, was auffällt, dass man halt sieht, okay, da sind Technik-Sachen drin, wo man auf jeden Fall weiß,
Ja, da gehört Technik rein. Jetzt natürlich das hier auch gleich mal so ein bisschen. Dann machen wir hier so ein bisschen Farbe hier. Dann können wir oben drüber dann, ja, halt Farbstoffe dann oben da oben rein sortieren. Ja, gut, das kann man eigentlich auch zum Crafting benutzen. Das gehört schon mal hier gar nicht rein. Das auch nicht. So, dann kommen hier Naturmaterialien und hier oben kommen dann Farbstoffe hin. So. Das habe ich jetzt beschließt. Und ja, ich habe absichtlich beschließt gesagt, das war kein Fehler oder so. Ich weiß, ich mache gerne solche sprachlichen Fehler, gerade in Let's Plays. Ja, was habe ich da gesehen? Achso, Cobblestone. Ja, das Schwert müssen wir mal gucken. Ich denke mal, da wird man mal eine Verkaufssession machen. Eine kleine Händler-Session. Mensch, und was ruckelt jetzt hier schon wieder? Ja, da haben wir ja alles rein. Ja, genau, ich bin immer noch auf der Suche nach einer Technikkiste. Können wir hier was craften? Was vielleicht nach einer Hier. Gehen wir halt hier oben gucken. So, schauen wir hier. Tungsten Door, Iron Door. Storage. Schauen wir mal hier, ob wir was finden, was vielleicht. Copper Crate. Wooden Crate. Ach, kommt. Wir basteln uns eine Copper Crate. Die fällt dann auf. Auf jeden Fall. Das eine Copper, das gönnen wir uns. Jetzt habe ich es extra hier in die Kiste rein und finde es nicht. Was brauchte man dafür noch? Moment, was brauchte man noch? Timbers. Okay, holen wir uns auch noch. Die haben wir hier irgendwo. Ja, hier waren ja welche. So. Jetzt schauen wir mal. Wooden Gate. Ups, das wollte ich nicht. Copper Crate, genau. So, jetzt haben wir uns eine Copper Crate gecraftet. Die stellen wir jetzt hier hin. So, und jetzt kommen hier die ganzen Technik-Sachen rein. Also, das hier. Alles, was man halt so für technische Elemente brauchen könnte, kommt dann in diese Kiste rein. Da hat man doch noch irgendwas gehabt. Ach ja, genau. Tech-Cards und Manipulator-Moduls. Mensch! So, jetzt haben wir hier. Ja, das sind dann so Elemente. Ja, wie soll ich sagen? Zierelemente könnten hier reinkommen. Das ist dann nochmal Zierelemente. Hier kommt dann, ja, da kommen dann Blocks rein. Genau, das passt eigentlich so. Ja, jetzt können wir hier dann noch ein bisschen sortieren. So, was haben wir hier? Ja, das hat man schon. Genau, hat man schon. Entschuldigung. Die Fackeln nehme ich mal raus. Die brauchen wir dann jetzt noch, wenn wir dann wieder auf Erkundungstour gehen. Die Pickaxe, da würde ich eine extra Kiste dann für mit Tools machen. Das tue ich raus, das tue ich raus. Dann tun wir hier jetzt einfach, ja, so Flares und sowas rein. So, throwable Items. Das gehört zu Blocks. Ich weiß auch nicht, warum ich das damals mitgenommen habe. Ach komm, hauen wir es weg. Ist nicht so wichtig. So, was haben wir hier noch? Da haben wir nichts mehr. Haben wir noch irgendwas? Irgendein throwable Item? Haben wir noch was im Inventar, was da rein könnte vielleicht? Das sollte man zuerst mal gucken. Nee, Glas ist kein throwable Item. Da haben wir auch nichts. Ah, hier haben wir noch Flares. Das ist ein Tool. Auch ein Tool. Nee, wir haben kein throwable Item mehr. Schauen wir mal, haben wir hier noch welche drin? Nee, da haben wir auch keine mehr drin. Haben wir hier noch welche drin? Ja, hier haben wir noch jede Menge. Das da zum Beispiel, das da. Das da. Und das ist ein Tool, das nehmen wir mit. Oh, sind wir schon wieder am Verhungern. Ja, Mensch, das geht aber flott. Sind ja auch fleißig hier am Sortieren, Mensch. Da ist kein Wunder, dass man hier ein bisschen verhungert. Und wir müssen schon wieder was zu essen organisieren. Also Tomaten bringen nichts, habe ich jetzt festgestellt. Die heben wir lieber auf. Da können wir vielleicht später mal was draus basteln. Also was mehr... effizienter dein Bauch füllt. Unseren Bauch. Ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt holen wir mal die throwable Items hier rein. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Molotov Cocktails. Throwing Daggers. Hunting Spears. Britney Spears. Ne, das war's. Mehr throwable Items haben wir nicht. So, die Kiste ist jetzt für throwable Items. Die erste Kiste, die wir jemals hingestellt haben in dem Let's Play. Mensch, Leute, das sind Zeiten noch gewesen. Ja, hier nichts mehr, ne? Nee. Da haben wir nichts mehr. Passt. Einwandfrei. Jo, das ist fertig sortiert. Da waren die Tech-Zeugs drin. Genau. Passt. So, wir können dann mal wieder Nahrung suchen gehen. Das wird dann unsere nächste Sache sein. Bevor wir irgendwas anderes machen können, müssen wir erstmal Nahrung organisieren. Und ja, ich hatte ja, was hatte ich denn noch gesagt, was ich noch machen wollte? Mist. Muss ich mir mein Geschwafel doch nochmal antun.
Egal. Genau, eine Kiste mit Tools wollte ich noch hinstellen. Natürlich! Ja, die beiden müssen leider stehen bleiben. Geht leider nicht anders. Denn wir haben nicht den Platz dafür. Ach, weißt du was? Machen wir die Tür weg. Braucht keiner. Dann können wir hier nämlich noch eine Kiste hinstellen. Da können wir dann die Sachen umschlichten ein bisschen. Ja, ich sollte die natürlich auch holen. Hier. Nee. Wo waren die denn? Ach, hier. Nehmen wir eine mit. Und stellen die da hin. Hier, so. So. Und jetzt können wir die Sachen, die alle hier drin sind, da raus tun. Und stattdessen dann genau so dort hinten einsortieren. Wisst ihr, was ich meine? Dann nehmen wir die andere Kiste weg. Ist ein bisschen aufwendig. Aber was tut man nicht alles für ein bisschen Ordnung, gell? So, Kupfer. Kupfer sage ich schon. Rot, blau und gelb. Tun wir das da rein. Knochen. So. Sind das ein throwable Item? Nein, Crafting Material. Crafting Material. Ja, alles Crafting Materials. Passt. Ach, wisst ihr was? Dann tun wir das Glas hier auch mit rein. Ist ja kein Problem. Und dann tun wir hier drüber Sand. Wenn wir Sand übrig haben, naja gut, den habe ich jetzt weggeschmissen leider. Dann könnte man da drüber reintun. Wie wir es halt da oben in der Kiste hier gemacht haben. So, jetzt kann die Kiste weg. Passt der Fridge jetzt da drüben hin? Dann verbraucht er nicht so viel Platz hier mittendrin. Ich möchte das jetzt auch ungern ausprobieren. Ach komm, probieren wir aus. Wenn wir schon dabei sind, überziehen wir die Folge ein kleines bisschen, weil wir sind schon bei 26 Minuten. Aber ich will euch jetzt damit nicht über zwei Folgen langweilen. Das heißt, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Und wenn es 30 Minuten dauert, ist das jetzt auch... Komm, ist jetzt egal. So, tun wir hier Zeugs rein. Wieder gilt hier auch die Regel, ne? Wer keinen Bock mehr hat, da zuzugucken, der kann natürlich vorzeitig beenden. Ich werde nichts mehr machen, außer das aussortieren. Wenn das fertig ist, dann bin ich raus. Dann kommt die nächste Folge, ne? Wisst ihr Bescheid. Ist ja jetzt die Montagsfolge, müsste das jetzt sein. Das heißt, dann ist der Montag erst einmal ruhiger anzugehen. Die Tools. Müsste man wieder eine Kiste hinstellen, eigentlich. So, stellen das mal woanders hin. Wir werden das jetzt alles also platztechnisch wirklich bis zum letzten Millimeter ausnutzen. Ne, damit wir hier jetzt hier alles unterbringen, tue ich jetzt alles wirklich hier auf dem letzten Millimeter genau aufeinander schlichten. Und ich fürchte, der Platz reicht trotzdem nicht. Tut er auch nicht. Mist. Wie machen wir das? Können wir hier noch eine Kiste hinstellen? Schauen wir mal, ob wir hier noch eine Kiste hinstellen können. Nehmen wir einfach jetzt nochmal so eine. Für Tools eben, ne, wisst ihr Bescheid. Die würde ich mir dann nämlich aufheben für Planeten, wo wir dann eine rauere Oberfläche haben. Ja, es passt nur eine hin, sehr gut. Also die ganzen Spitzhacken und so würde ich dann gerne erstmal lagern. Damit wir dann später, wenn wir auf eine Planetenoberfläche kommen, wo die Oberfläche etwas härter ist und ein bisschen garstiger, dann würde ich die da gerne da erst aufbrauchen. Die Flashlight, ja, heben wir mal auf. Platin Pickaxe. Ja, tun wir da rein. Silver tun wir hier rein. Wobei, da müssen wir eigentlich ja gar nicht aufpassen. Das können wir so anordnen. Wie mal lustig sind, hier, das sind... Ja, zu konsumierende Tools. Medicine. Ja, und die Waffe müssen wir dann schauen, dass wir die dann halt irgendwann demnächst verkaufen. Genau, ich wollte Waffen verkaufen gehen. Das können wir ja machen, wenn wir dann in der nächsten Folge erstmal zum Outpost rennen, um dort ein bisschen Lebensmittel zu kaufen, wollte ich sagen. Dann werde ich jetzt da dann ein paar Waffen verkaufen. Also die da zum Beispiel. Oder wo haben wir denn die anderen eigentlich? Wo sind die anderen Waffen? Seid ihr hier? Nein. Seid ihr hier? Auch nicht. Hier? Nö. Das haben wir ja erst aussortiert. Ach, hier drin. Ja, dann tue ich die ganzen schon mal ins Inventar. Dann müssen wir das später nicht mehr tun. Die werden wir jetzt alle verkaufen. Bei einem Händler, bei einem netten. Und dann, ja, tun wir die Cobblestones mit dazu. Ja, dann schauen wir mal. Ich tue das Holz jetzt auch mal hier rein. Ne? Also das ist jetzt erstmal so unser Zwischenspeicher, sage ich jetzt mal. Wir kriegen ja demnächst, sollten wir ja ein kleines Schiffs-Upgrade kriegen. Da können wir dann wesentlich mehr Kisten hinstellen. Das Ganze ein bisschen wesentlich, ja, gescheiter sortieren und so. Und dann, ihr werdet sehen, es wird großartig. Es wird großartig. Und mit diesen Worten würde ich jetzt das bei dieser Folge so belassen. Sind wir bei knapp 30 Minuten, ist in Ordnung, bisschen Überlänge. Haben dafür einiges geschafft. Und würde ich sagen, war es das für diese Folge von Starbound.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ne, lasst ein Subscribe oder einen Daumen hoch vielleicht da, wenn ihr schon lustig seid und schon hier mal so ein bisschen vorbeigeguckt habt. Ne? Ich würde mich freuen. Und Tona auch. Juhu. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.